Ob diese Ventilatoren auch richtig Wind machen können, das testen die Mitarbeiter hier in einer speziellen Qualitätskontrolle. Die Azubis bei Pillar haben da so ihre eigene Technik. Unfug, der sogar dem Chef gefällt. Der investiert gern in seine Schützlinge und motiviert sie auch. Da sind wir mit den Azubis nach Bochum gefahren, haben eine Firma im Maschinenbau besucht, hinterher eine Betriebsbesichtigung in der Brauerei gehabt und abends haben sich die Jungs und Mädchen eingeladen ins Starlight Express. Und danach wurde noch im Bermuda-Dreieck wurde noch ein bisschen Bier getrunken und haben Let's have fun. Wir arbeiten hart, wir lachen aber auch gerne, wir feiern auch gerne, wie es in einem Familienunternehmen auch sein sollte. Pillar, ein sympathisches Unternehmen, das sich ständig weiterentwickelt. Auch das neueste Gerät wird den Markt in Windeseile erobern. Das ist ein Gerät für die Klärbeckenbelüftung, was sich von dem normalen Ventilator hinsichtlich Leistungsdaten, Technik, Umfang schon deutlich abhebt. Nicht nur neue Projekte sorgen bei Pillar für mächtig Wirbel, auch die Erweiterung neuer weltweiter Standorte. Stillstand? Bei Pillar ein Fremdwort. Ich habe durch Pillar die Chance bekommen, in den USA zu arbeiten. Wir haben eine Tochtergesellschaft gekauft, in der ich dann als CEO arbeiten werde. Das heißt also, Pillar hat mir eine sehr, sehr gute Berufsperspektive geliefert. Wir wollen eben unser Amerika-Geschäft ausbauen. Wir haben zwar Amerika-Geschäft von hier aus, aber das soll eben mit einem Vorortstützpunkt deutlich verbessert werden. Schnittige Mitarbeiter sind hier gern gesehen. Bei Pillar stehen auch in Zukunft alle Zeichen auf Sturm. Ich gehe aber auch so weit, würde mich zum Beispiel freuen über jeden Anruf. Wir würden uns hier auch in der Geschäftsleitung jede Zeit nehmen, Interessenten zu empfangen und ihnen das Unternehmen zu zeigen. Ventilatoren kennen Sie, wie diese hier. Da ist so klein, das Ding hier. Und das ist es eigentlich. Läuft's doch? Ja, gut.